Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dungeon Keeper 1 und wieder zurück in unserem versteckten Dungeon. Bisher hat es geklappt, dass wir noch nicht großartig aufgefallen sind. Wir schauen mal, wie lang das noch so gut gehen wird. Ich werde auch schon mal, die nächsten Räume einweihen. Wir können nämlich jetzt schon die Handwerkskammer errichten. Das machen wir hiermit. Sehr gut. Gleich nochmal hier runter. Ja, für das hat es zumindest schon mal gereicht. Und hier kommt gleich noch der nächste Raum hin. Moment. Na, so, hier müsste ungefähr... Doch, passt. Passt definitiv. Das ist der Vorteil, ne? Wir haben jetzt hier unten definitiv alles frei. Deswegen können wir uns nach unten grenzenlos ausbauen. Die haben ja keine Möglichkeit, an uns ranzukommen durch unsere ganzen Mauern. Es sei denn, die haben diesen passenden Zauberspruch dafür. Aber das ist definitiv hier nicht der Fall. Es ist alles soweit abgesichert. So, ich möchte gleich nochmal hier einen größeren Raum haben. So, gleich nach hinten raus. Sehr schön. Können wir richtig groß gestalten. Ja, die graben sich jetzt hier die ganze Zeit an der Seite entlang, ne? Aber haben in Wirklichkeit keine Chance. Wir können uns ja noch zu den Seiten jeweils komplett ausbreiten. Uns ist da ja keine Grenze gesetzt. Es sei denn, wir wollen dann nach oben, aber dafür müssten wir dann definitiv auch vorbereitet sein. So, hier bauen sie weiterhin das Gold ab. Da würde ich auch nur bis dahin gehen, ne, wo das letzte Goldstückchen ist. Das lassen wir auch noch zu. Weil da geraten wir, obwohl, na gut, die anderen zwei Goldblöcke, die außen sind, können wir ja entfernen, solange es nicht die Mitte ist, die wir zerstören. So, sehr gut. Wir brauchen ein größeres Versteck. So, Kerker haben wir gebaut, Handwerkskammer ist errichtet. Hier hinten können wir uns noch weitere Schlafgemächer gönnen. Ich mache da einfach nochmal einen ganz neuen Raum draus, ne? So, ist halt nun mal Schlafgemach an Schlafgemach dran. Das stört er jetzt nicht. Hier könnten wir jetzt die Folterkammer mit hinbauen. Auf ganz entspannt. Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Ja. Die Tür ist öfter, die Tür ist öfter. Na kommt. Bisschen Gold noch. Okay. Ja, wir wollten jetzt hinten noch weiter. Die letzten zwei Teile noch mitbauen. So. Hier bauen wir noch den nächsten Raum mit hin. Alles schön ausbauen. Ich denke mal, da gehen wir weiter nach unten, ne? Oh, das passt sogar ganz gut. Ich würde gerne sogar noch einen Durchbruch zum Hauptquartier mitmachen, also zum Herz des Herzen. So, ihr trainiert auf jeden Fall schon mal mit. Wie geil das Dungeon eigentlich jetzt schon geworden ist, ne? Also richtig gut ausgebaut. Und unantastbar, zumindest bisher. Aber bevor ich quasi raus in die Welt gehe, möchte ich mich wirklich hier definitiv absichern. Also hier sollten wir nicht zu unüberlegt an die Sache rangehen, weil das kann echt ganz schnell nach hinten losgehen. So, wir machen hier mal noch eine größere Schatzkammer mit hin. Okay.
So, hier machen wir jetzt einfach mal so einen kleinen Segenraum oder Götterraum. Raum der Götter. Zack und zack. Und dann gibt es schon die ersten Spenden. Und zwar... Wen nehmen wir denn da? Die zumindest nicht. Alles schon gut trainiert damit, ha? Götter fühlen sich durch eure Opfergabe geehrt. Den wollte ich eigentlich. Ein neuer Raum. Ja, wir haben jetzt schon so viele gute Trainierte. Eure Opfergabe geehrt. So. Götter fühlen sich durch eure Opfergabe geehrt. Ihr braucht eine größere Schatzkammer. Sehr gut, den sind wir los. Den Rest brauchen wir ja. Götter fühlen sich durch eure Opfergabe geehrt. So, nur als kleiner Tipp für die, die es an dieser Stelle definitiv noch nicht wissen. Das Opfern von einer Ims lässt quasi die Götter sich so erbarmen, dass die Kosten für den Zauber um einiges weniger kosten, ne? Also nicht so hoch sind. Die gehen zwar trotzdem mit mehr Ims halt höher, aber die Kosten verringern sich, sagen wir so. Ja, also jetzt kostet es noch 150. Ich glaube, das waren... Müsste jetzt schon das Maximum sein, was wir hätten rausholen können. Ja, also es ist definitiv das Maximum, was wir jetzt an quasi Gnade bekommen können von den Göttern. Aber ihr könnt euch sicher sein, es ist definitiv teurer, wenn wir das nicht gemacht hätten. Jetzt können wir mehr Imps zaubern. Okay, so, neues Gebiet entdeckt. Was? Ein neuer Spruch wurde erforscht. Wo sind wir denn hier gelandet? Hä? Ich bin schockiert. Aber die Grenze, die geht doch nach oben raus. Also, die Mauer ist sie nicht... Habe ich mich jetzt geirrt, ha? Eure Kreaturen werden angegriffen. Naja, jetzt ist eh zu spät, ha? Wir sind zu weit gegangen. Jetzt wurden wir erstmal entdeckt. Hier, erstmal hier ran. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Naja, jetzt sind sie schon im Dungeon drinne, quasi. Naja, Mann, nicht so übermütig, ja? Also, so habe ich mir unser erstes Zusammentreffen nicht vorgestellt. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Naja, wir haben ja schon ein paar Trainierte, ne? Also, so ist es ja nicht. Also, ein bisschen haben wir uns definitiv vorbereitet. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da kommt schon der nächste. Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Kreaturen werden angegriffen. Eure tragen den Sieg davon. Kommt schon direkt der nächste. Aber sie fallen schnell. Sie fallen definitiv schnell. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir das hier hinten schon mal geöffnet. Lange hätten wir es ja sowieso in dem Sinne nicht mehr aufrechterhalten können, ne? Weil das Gold ist ja quasi beschränkt. Untergebenen tragen den Sieg davon. Zumindest auf unserer Seite. Da können wir uns jetzt auch bis hier durchschlagen. Naja gut, nicht bis ganz dadurch. Weil wir haben, glaube ich, jetzt bis jetzt eine Seite geöffnet, ne? So. Baut auf jeden Fall erstmal Gold ab, das brauchen wir jetzt ganz dringend. Ah, da kommen wir schon den nächsten. Auch der Grund, warum ich nicht so schnell wollte, dass wir dann entdeckt werden, aber es müsste jetzt eigentlich gehen. So.
Die kriegen sie ja eigentlich relativ schnell down. Wir müssen bloß die Angriffswellen so ein bisschen überleben. So, die hohe Priesterin mit dran. Sehr gut. Naja, da musst du mitrechnen. Bei ihr ist halt dieser Skill, der es ab und zu mal mit bei uns ruckeln lässt. Aber das stört mich jetzt und nicht wirklich in dem Sinne. Das geht eigentlich ganz gut klar. So, wir werden jetzt erstmal das Gold einsammeln, damit wir erstmal ein bisschen was haben. Um unsere Truppen erstmal so ein wenig hochzuheilen. Durch eure Wände gekommen. Was? Da kommt ja schon direkt der nächste Besuch, Mensch. Es geht Schlag auf Schlag. Es geht Schlag auf Schlag. Da begrüßen wir es immer recht herzlich. Na, jetzt haben wir ja am wenigsten noch ein bisschen Gold. Da können wir unsere Leute gleich nochmal mit hochheilen. Macht er sehr gut. So haben wir auch diese Welle überstanden. Sehr gut. Na, es läuft, es läuft. Die haben das gut. Heldenraub. Heißt, wir können uns schon eine Kreatur hier. Na gut, schon, ja. Uns eine Kreatur hier beschwören lassen. Das würde ja uns zum Sieg definitiv noch einiges bringen. Kannst auch eigentlich mal hier rangehen. Ich habe mich hier extra durchgekämpft. Ich weiß gar nicht, warum da jetzt zwei Eingänge unbedingt sind. Aber es ist definitiv mit Vorsicht zu genießen. So. Unsere Imps direkt wieder übermotiviert. Ach, ein Bogenschützen. Naja, nicht wirklich das, auf das du gesagt hast. Darauf hast du unbedingt drauf hingewartet. Da haben wir schon mal ein feindliches Portal. Das heißt, da werden wohl noch öfter mal Besuche zwischendurch kommen. Aber das ist dann sowas, wo ich mir sage, das kannst du eigentlich dann nicht verhindern, ne? Wir können es zwar jetzt so ein bisschen erstmal mit einer Tür verbarrikadieren, vielleicht noch die ein oder andere Falle mit hinbauen, aber ganz verhindern kannst du es definitiv nicht. Aha, hier kommen wir schon mal nach oben. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt schon quasi hier alle verbunden sind miteinander, ob wir jetzt auch mit dem anderen Teil verbunden sind. Ihr bleibt hier erstmal fern. So. Ich möchte mich hier Schritt für Schritt erstmal rantasten. In die Falle. Ja, eigentlich Quatsch, dass er noch die Tür kaputt macht, aber ja, wenn es euch glücklich macht, warum nicht? Okay. Wir können erstmal das hier verkaufen. Das brauchen wir erstmal nicht. Bringt uns definitiv wieder Gold ein. So. Wir könnten uns jetzt noch hier runtergraben. Da wären wir am äußeren Ring. Oder wir arbeiten uns runter. Hier erstmal schön den Teuflern helfen. Beziehungsweise die Teufler, die könnten erstmal alle trainieren gehen. Die würden uns bei einem weiteren Kampf so viel Einsatz mitbringen. Also ich möchte ja alle hier drin haben. Und du gehst mit. Ich hoffe, da gibt es keine Probleme. Speichern das Ganze auf jeden Fall ab. Sicher. Also wir haben sicher in dem Sinne, wir konnten ja jetzt erstmal quasi die Wellen abfangen. Das werde ich nochmal schließen. Ganz einfach, sollten da jetzt nochmal Truppen kommen, dass direkt nicht meine Imps jetzt in dem Sinne in Gefahr sind. Das muss ja nicht sein. So. Okay, wie gehen wir weiter voran?
Jetzt muss ich mal gucken. Wir könnten jetzt uns quasi nach links außen kämpfen. Da könnte ich nochmal welche mitnehmen, wenn die gut ausgeschlafen sind. Oder wir trainieren nochmal. Du gehst definitiv noch ein paar Zaubersprüche lernen. Ach, es gibt nichts mehr zu forschen. Dann abtrainieren. Oder einfach machen, was du auf du Bock hast. Weil wir haben jetzt so viele da drin, ne? Okay. Wir hätten jetzt hier noch die Außenseite. Die könnten wir ja jetzt schon mal öffnen. Machen wir das einfach so. Wir kämpfen uns jetzt quasi nach innen. Weil wir brauchen definitiv das Gold. Oder wir lassen die Innenseite noch ein bisschen offen. Da kommen wir schon gar nicht mehr ran. Aber machen die Seite hier nach außen auf. Sodass wir jetzt quasi den kompletten äußeren Ring haben. Na, das ist das, was ich mir dachte. Die haben sich schon mal bis davor gekämpft. Weiß halt nicht, ob da jetzt nicht doch dahinter Wand ist. Na toll. Ja, aber mal schauen, was uns hier erwartet. Aha. Aha, aha. Oh. Das sieht übel aus. Das sieht nicht gut aus. Alles Level 8er. Der Ritter ist auch schon hier. Stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen unterliegen im Wo sind die jetzt? Eine Tür wurde hergestellt. Eure Kreaturen werden angegriffen. Oh, hier oben ist ja jetzt nicht der Ritter, ne? Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Na, gucken wir mal. Das sind doch die Level 8er, die wir oben hatten, ne? Eure Kreaturen. Aber das. Hä, nee, die sind doch nicht durch die Tür so schnell gekommen, oder? Ja, wir versuchen sie erstmal so weitestgehend erstmal zu vernichten. Ich hoffe, mir gelingt das, auch wenn es jetzt mal kurz ruckeln wird. Weil die haben es ja wirklich in sich, ne? Da hast du wirklich sehr, sehr wenig Chancen. Da werden wir jetzt wirklich wahrscheinlich ein paar Leute verlieren. Das lässt sich aber nicht vermeiden. Die Welle haben wir auch überstanden. Ach, da kommt noch wer. Wir haben keine Imps mehr. Die haben unsere ganzen Imps getötet. Immer auf die Schwachen hier. Also, ist ja unglaublich. So, hier hast du neue Kreaturen. Die können gleich mal trainieren, was auch immer das darstellen soll. So geht's ja nicht hier. So, ihr gleich mal mit da hoch. Ja, es sind wirklich die, die unten hier hinter der Tür verschlossen waren. Die sind dann mit einmal durchgerannt. Wir haben es aber überstanden. Okay. Naja, dann versucht mal euer Bestes. Noch ein bisschen an Gold abzubauen. Du kannst ja schon mal hier hingehen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da jetzt nochmal sonderlich sehr, sehr viele nachkommen werden. Schön einnehmen alles. Naja, es hätte zwar besser laufen können, aber mit Verlusten war definitiv zu rechnen, ne? Hier stehen jetzt noch welche. Also nicht besonders hoch. Und hier ist ein Gefängnis. Naja, mal gucken. Ein großes Gefängnis, ja? Also hinter den nächsten Türen wartet auf jeden Fall schon mal was auf uns. Da müssen wir mal gucken. Hier scheint es erstmal noch nichts weiter zu sein. Wir haben es jetzt quasi geschafft, uns in den äußeren Ring vorzuarbeiten. Und ich denke mal, in den nächsten Folgen geht es dann noch weiter nach außen. Hier haben wir sogar noch mal
noch ein Heldenraub? Na, mal gucken. Wir schauen mal. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gut ist, ne? Ob da jetzt schon eine Falle ausgelöst worden ist oder nicht. Ich möchte hier unbedingt eine Tür absperren. Alle Imps. Ich kann jetzt einfach noch nicht riskieren, dass da noch was kommt. Na gut, ich würde sagen, ich beende das erstmal an dieser Stelle. In der nächsten Folge geht's weiter mit dem Ritter, mit allem, was dazugehört. Seid dabei. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, euer Buddy und ciao.